Enjoyment oder der gepflegten Alan Moore Unterhaltung. Um was geht es heute? Heute geht es um die Box Grundschule. Welches Equipment und was für Sachen braucht ihr, wenn ihr mit dem Boxen anfangen wollt oder bereits angefangen habt? So, das seht ihr alles jetzt. Grundsätzlichen Dinge, die habt ihr wahrscheinlich schon, Sportklamotten, Schuhe, das habt ihr alles zu Hause. Es gibt vier grundsätzliche Box-Equipment, Box-Sachen, die ihr wahrscheinlich noch nicht habt und noch besorgen müsst. Optional gibt es noch ein fünftes, das liegt es an euch selber, wie ambitioniert ihr seid oder in was für einem Boxverein, Boxclub ihr boxt. Kommt es darauf an, ob es benötigt oder nicht. Früher oder später werdet ihr das fünfte Teil auch noch benötigen, aber jetzt kommen wir erstmal zu den ersten vier wichtigen Grundequipment-Sachen zum Boxen. So, Equipment Nummer 1, ein Springseil. Es ist ganz wichtig, ein Springseil springen. Ein Seil springen ist beim Boxen das A und das O, ohne geht nicht. Da gibt es verschiedene Varianten, mit Gummiseil und mit Stahlseil, Leder, ihr kriegt alles Mögliche. Dann bekommt ihr die Griffe mit Kugellager, ohne Kugellager, dementsprechend hochwertige Kugellager, dann läuft es alles schneller. Gepolsterte Griffe, mit Gewichten in den Griffen, aber grundsätzlich braucht ihr einfach mal einen anständigen Springseil. Das bedeutet, ob das jetzt das Seil selber aus Stahl ist, in dem Fall hier ist aus Stahl oder aus Gummi, das ist egal. Aber wichtig ist einfach, dass ihr ein kugelgelagertes Springseil habt. Dass hier ein Kugellager drin ist, das dreht sich dann bei der Rotationsbewegung sauber und ihr könnt schnell springen. Und es verheddert nicht und hakt nicht. Also ihr könnt schön sauber und in einem Flow schön schnell springen. Und das ist Equipment Nummer 1 und das gehört zu den wichtigsten Equipment fürs Boxen. Springseil. So, eigentlich jetzt so das grundsätzliche Equipment oder Instrument, was ihr benötigt. Ohne das wäre Boxen nicht Boxen. Jetzt kommen wir zu Nummer 2. Die Boxhandschuhe. Theoretisch, im Verein werden oft Boxhandschuhe schon gestellt. Deswegen habe ich es mal nicht an die erste Stelle gestellt. Grundsätzlich benötigt ihr eure eigenen Boxhandschuhe, eventuell zwei, ein Paar für das Sparring, wenn ihr Sparring machen wollt, und ein Paar für den Boxsack. Das bedeutet, Boxsackhandschuhe, die sind von der Polsterung und vom Gewicht her leichter, das heißt zwischen 8 und 10 Unzen könnt ihr einen Boxsackhandschuh wählen oder es gibt auch spezielle Boxsackhandschuhe, aber ich empfehle eigentlich normale Handschuhe zwischen 8 und 10 Unzen. Dann habt ihr auch dieses Box-Handschuh-Feeling. Fürs Sparring würde ich dann aufwärts gehen zwischen 12, das ist so Wettkampf-Sparring, 12 Unzen bis zu 16 Unzen, aber 16 ist schon wieder ein bisschen viel, also zwischen 12 und 14 würde ich meine Sparring-Handschuhe wählen. Aber auch für den Anfang empfehle ich euch, wenn ihr nicht so viel Geld habt, nehmt 12 Unzen Handschuhe, dann könnt ihr theoretisch an Samstag gehen gut. Und ihr könnt gut Sparring machen, ohne den Gegner zu verletzen oder ihm oder eurem Trainingspartner irgendwie Schaden zuzufügen oder großartig Schmerzen. Gute Boxhandschuhe sind wichtig, ihr müsst es nicht am Anfang die teuersten kaufen, aber auf jeden Fall vernünftige. Essentiell, wirklich essentiell, Boxbandagen. Meine ich jetzt vom Pfaffensport. Die sind 3,50 m lang, gibt es verschiedene Längen, kommt darauf an, wie ihr binden wollt. Im Amateurboxbereich ist eine bestimmte Länge zulässig, ich glaube maximal 4 Meter oder 3,50 m.
Drunter macht es aber auch gar keinen Sinn, außer ihr seid Kinder oder habt dünne Ärmel, bei einer Frau zum Beispiel. Aber wenn du merkst, man macht drunter keinen Sinn, sonst kommt ihr nicht mit eurem Wickel nach, sonst ist die Bandage einfach zu kurz für die Hand oder für die Handgelenk und Hand. Vernünftige Boxbandage sind wichtig. Ich würde euch auch welche empfehlen, wo ein bisschen einen leichten Stretch haben. Das ist nicht solche festen Baumwolle, weil die schmiegen sich nicht so schön an die Hand an. Also leichten Stretch. Mit Daumenstoff ist auch nicht schlecht. Eine Boxbandage ist da, dass eure Hand im Handschuh komprimiert wird, dass es wie ein Stein ist, wie der Zuschlag, ein komprimierter Schlag. Das ist wie wenn so chinesische Mönche mit einem Pfeil oder mit einer Nadel durch eine Scheibe schmeißen. Die Kraft geht auf einen kleinen Punkt und so ist es auch hier, wenn es komprimiert ist. Und das Verletzungsrisiko ist dann auch minimiert. Ihr unterstützt euer Handgelenk beim Schlagen und es zieht den Schweiß, zieht den Schweiß auf, ihr schweißt nicht so viel oder schwitzt nicht so viel in eure Boxhandschuhe rein, dann fangen die auch nicht so schön an zu stinken. Ist auch ein bisschen hygienischer. Also Bandagen, Equipment Nummer 3, essentiell wichtig, braucht ihr immer. Aus Leder, je nachdem was ihr wollt. Ich habe jetzt einen leichten von Everlast mit
mit Meshgewebe, dass der atmungsaktiv ist. Für mich eigentlich ganz okay fürs Training. Bei den Kämpfen werden andere Boxschützer verwendet, aber fürs Training ist der voll in Ordnung für mich. Ist leicht, der hält was ab. Wenn ihr ganz vorsichtig seid und Angst um eure Nase habt, es gibt auch noch spezielle Kopfschützer, die haben hier noch eine Platte um die Nase. Ja, ist gewöhnungsbedürftig, sieht auch ein bisschen komisch aus. Und man sieht vielleicht im Blickwinkel oder man sieht manchmal nicht richtig, weil im Augenwinkel ist dann irgendwie die Schiene oder auch manchmal der Wangenknochenschutz oder so. Aber bevor man eine kaputte Nase hat, dann lieber so. Also, Equipment Nummer 5, Kopfschutz. Je nachdem, liegt an euch, ob ihr einen braucht oder an eurem Verein. Aber besser einen zu haben, wie keinen zu haben. So, liebe Leute, das soll es gewesen sein bei der Box Equipment Grundschule. So, ich hoffe, ihr habt das alles erfahren, was ihr wissen wollt und was ihr wissen müsst und was ihr benötigt. Dann könnt ihr direkt mal shoppen gehen, wenn ihr mit Boxen anfangen wollt. Das sind auf jeden Fall diese 4 bzw. 5 wichtigen, essentiellen Grundausrüstungsgegenstände, die ihr auf jeden Fall benötigt beim Boxen. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und schreibt was Nettes in die Kommentare. Und ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein, wenn es weitergeht mit der Box Grundschule und mit L-Mode. Box Mode. Round 1. Ready? Go!